Dzsungelben, anya teve, hangya teve, tehát. Das erste Werkzeug, das der Maler betrachtet, ist seine Hand. Das erste Organ, das der Arzt seziert, ist eine Hand. Rembrandt lenkt hier unsere Aufmerksamkeit zunächst auf diese geöffnete Hand, auf das wenig bekannte Gefüge dieses einzigartigen Werkzeugs. Sämtliche Blicke sind darauf gerichtet. Unser Auge versenkt sich in das bloßgelegte Fleisch. Für den Arzt wie für den Maler ist dies Anschauungsunterricht. Vergessen wir alle Verbote und begreifen wir das Leben durch den Tod, scheint der Professor uns zu sagen. Erkennen wir das Sichtbare im Verborgenen, sagt uns Sibyllinischer, der Maler. Am Anfang steht die handwerkliche Arbeit im Atelier. Malerei ist Handarbeit. Der Maler besitzt nur dieses eine Werkzeug, um seine Farben anzureiben, um seine Pinsel und Stifte zu spitzen. Er sieht beim Betrachten seiner tätigen Hand, die ein Teil von ihm ist, dass unzählige Ansichten möglich sind. Aber es ist schwer, die Kraft und Beweglichkeit der Hand so darzustellen, dass wir sie mit unseren Augen zu berühren glauben. Deshalb fertigt er Handstudien an, macht sich mit seinem Werkzeug vertraut, beobachtet es, hält seine Spuren fest. Indem der Maler Hände zeichnet, erkundet er die ganze Bandbreite ihrer Möglichkeiten. Schuf eine Vielzahl von Handstudien, bevor er die Komposition seiner Apotheose Homers in Angriff nahm. Er häufte eine Fülle lebendiger Einzelheiten an, auf die Gefahr hin, sie in einem kalten Werk erstarren zu sehen. Die stark umrahmte Hand des Malers nimmt die Mitte des Bildes ein. Ohne Hand keine Malerei. Sie hat allen Personen und dem Maler selbst eine dauerhafte Gestalt verliehen.
Die Hand handelt, sie ist selten untätig. Sie ordnet unseren Alltag. In ihren schlichtesten Verrichtungen erkennt der Maler ihre Schönheit. Er sieht allenthalben sprechende Hände, wiegende, zählende, zögernde, zeigende, enthüllende Hände. Ausdrucksvolle Hände, Sendboten der Gefühle, wie man sagt. Pantomimenhände, dramatische Hände. Zärtliche Hände manchmal, genau da, wo sie hingehören. Hände, die zusammenführen, einladen, versprechen, Zeugnis ablegen. Hände, die auch zu verbergen wissen, was man sehen möchte. Hände, die des Malers Sehnsüchte verraten. Aber zugleich einer bestimmten Machart folgen, denn die Hand des Malers verändert ein wenig die Wirklichkeit, um sie, ohne sein Wissen vielleicht, einem Stil zu beugen. Ohne Hände könnten Emotionen nicht dargestellt werden. Auch nicht der Zorn auf der Straße. Nicht die Gewalt der Opfer. Oder der Massaker. Weder die Angst noch die Verzweiflung. Weder der Aufruhr noch die Furcht. Oder die Einsamkeit der Verdammten. Auf Grünewalds Altarbild schreien die Hände Christi vor Schmerz, ans Holz genagelt wie fremdartige Insekten. Insekten, die aus einer anderen Welt zu uns kamen. Überzeichnete Hände, wie die gefalteten Hände von Maria Magdalena oder wie die von Johannes dem Täufer, dessen übergroßer Zeigefinger auf den Tod zeigt, jene alte Wirklichkeit und neue Wahrheit. All diese Hände, die uns nunmehr eine andere Welt zeigen, die vom Alltag wegführen und uns dem Geheimnis näher bringen. Hände, die unser Auge lenken und uns vielleicht eine Vorstellung vom Unsichtbaren und einen Widerhall des Unsagbaren geben möchten. Vom ersten Kontakt zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Nichts und dem Lebendigen.
In der Mitte dieses Gemäldes von Poussin häufen sich die Hände. Es sind 10 an der Zahl, Hände von Blinden allerdings, deren Blicke allein durch die Hände gehen. Ein Gottmensch öffnet ihnen die Augen, so wie der Maler die unseren öffnen möchte. Ein subtiles Geflecht von naiven oder tückischen Händen sehen wir im Falschspieler von Georges de la Tour. Sie zeichnen mit Hilfe der Augen einen gewundenen Weg der Täuschung. Die Hand täuscht das Auge, jedenfalls das Auge der anderen. Der Maler warnt uns, diese Welt ist ein Betrug. Lernt richtig zu sehen, bevor ihr euch hineinwagt. Auf diesem Gemälde Dürers, Jesusknabe unter den Schriftgelehrten, das der Künstler innerhalb von 5 Tagen malte und lange behielt, bestimmen die Hände das ganze Geschehen. Sie ziehen den Betrachtenden in ihren Bann. Gott spricht mit seinen Händen. Grob und klobig, taub und pedantisch sind die Hände der Schriftgelehrten. Sie bleiben geschlossen, sie widersetzen sich. Hier zwickt die Hand einer Herzogin die Brustwarze einer Favoritin und wird zum Vogel, zur Schlange, zum Fabelwesen. Zwei nackte Damen im Bade. Gabrielle d'Estrées und ihre Schwester, die Herzogin de Villa. Ein Badetuch, eine Geste. Ein Ring. Das Leben ist da, geheimnisvoll und zerbrechlich. Madame ist schwanger und der Maler erfuhr es als Erster. Wir finden das gleiche, noch rätselhaftere Raffinement auf diesem berühmten Doppelbildnis von Van Eyck. Um welches Paar handelt es sich hier? Was bedeuten diese Pracht, dieses vielgestaltige Bild, diese ernsten Mienen über den kostbaren Stoffen? Was bedeutet diese sonderbare Geste des Mannes? Und was die Berichtigung des Malers, die das Infrarotlicht enthüllt. Sie schauen einander nicht an, aber ihre Hände berühren sich. Warum haben sie den Maler zu sich gelassen? Sie, die zu sagen scheinen, Ruhe und lasst uns jetzt allein. Bei Caravaggio liest eine Zigeunerin aus der Hand eines Jünglings. Wieder befragt der Maler eindringlich sein Modell, wer bist du? Die Hände und die Gesichter helfen ihm, sein Gegenüber zu begreifen. Ein Maler, der nach einer Impression oder nach einem Sinn sucht, fühlt sich vielleicht von Händen stärker angezogen als von einem Gesicht. Ein junger Bildhauer hält sein erstes Werk in den Händen, wie ein neugeborenes, noch zerbrechliches Kind. Dem jungen bärtigen Mann, den Lotto malte, wächst eine Löwenpranke aus der Hand.
Ist dieser dunkel gekleidete Mann, Leonino Brembate, vielleicht ein Raubtier mit vorübergehend sanftem Blick? Ein großer Jäger mit samtener Maske? Für das Porträt der Mätresse eines Mächtigen wählte Leonardo da Vinci mit Sorgfalt die Attribute aus. Eine große, liebkosende Hand und, auf Bitte des Auftraggebers, einen Hermelin als Symbol der Keuschheit. Doch gleich daneben ein aufklaffender roter Ärmel, klassisches Sinnbild des begehrlichen Geschlechts. Über diese Gegensätze erhaben, blickt ein Antlitz reinster Anmut in die Ferne. Mona Lisas wunderschöne Hände hingegen, die bewegungslos ruhen und deren Sanftheit man ahnt, begnügen sich damit, einfach da zu sein. Hände, die den Gegenstand der Begierde verbergen, um ihn mit Hilfe des Lichts besser zu zeigen. Junge Hände und verbrauchte Hände, wie die der Mutter Rembrandts, auf deren Haut man Zeile für Zeile lesen könnte, wie auf altem Pergamentpapier. Hände von Greifvögeln oder von erbarmungslosen Schalentieren, die Ingres, als er sie endlich so sah, zu seinem geradezu mythischen Porträt des Monsieur Bertin inspirierten. Boldini legte weniger Ausdruckskraft in dieses Gesicht, das sich abwendet, als in jene Hand, die sich streckt und spreizt. Cézanne tat das Gleiche. Diese Advokatenhände wurden von der Hand des Malers eingefangen. Die Hand wurde zu einem Hauptanliegen der Malerei. Wenn Egon Schiele das Bildnis eines anderen Malers malte, wollte er dessen Hände ebenso sehen wie sein Gesicht. Der Maler zeigt sie ihm, denn auch er weiß um diesen Anspruch. Früher sagte man, ein Maler male sich in jedem Porträt selbst. Heute sagt man, in jedem Bild, was er auch malen mag. Mit Hilfe seiner Hände versucht der Maler, sich selbst zu sehen und zu begreifen, um auf diesem Weg zu den anderen zu gelangen, vor allem aber, um zu sich selbst zu finden. Am Ende der Hand des Malers ist der Maler. Die Malerei ist wie ein Tête-à-tête, ein Dialog zwischen verschiedenen Formen. Madame Vigée-Lebrun erscheint uns auf ihrem Gemälde wie ihr Ebenbild in einem trüben, unscharfen Spiegel. Jedes Selbstbildnis hat uns etwas Besonderes zu sagen, vor allem, wenn die Hand daran beteiligt ist. Böcklin sieht sich in Gesellschaft des ewigen Gefährten, dessen knochige Hand auf seiner noch lebensprallen Schulter ruht. Chardin lässt uns erst unsere Gegenwart spüren. Fauvergeon schaut uns mit präzis gemalten Augen an, während das gezeigte Werk nur eine Skizze ist. Reynolds beschattet seine Augen mit der Hand, um seinen Blick zu intensivieren. Il Parmigianino nutzte einen Vergrößerungseffekt, wahrscheinlich um Mäzene auf sein Talent aufmerksam zu machen, und bestätigte mit diesem Glanzstück sein Format. Courbet zeigt sich uns in pastoser Malweise als Arbeiter,
den Kopf nachdenklich auf die Hand gestützt. Malevich, ein Apostel der abstrakten Kunst, zeigt sich zuletzt als Mensch der Renaissance, als Entdecker einer neuen Welt und stellt sich mit offener Hand auf der Höhe seines Herzens dar. Poussin mochte sich nicht zeigen. Er wollte hinter seinem Werk verschwinden, musste sich aber dem Brauch beugen und machte aus seinem Selbstbildnis eine nachdenkliche Betrachtung, fast ein Manifest. Seine Hand, die Hand eines Meisters, wie der Ring bezeugt, ruht auf seiner Arbeit, auf einer Mappe mit Zeichnungen. Hinter ihm verbirgt sich das Gemälde mit einem dritten starrenden Auge auf dem Diadem. Er hat diesem Porträt ein weiteres hinzugefügt, den Kopf ein wenig geneigt, fast lächelnd. In der linken Hand diesmal einen Zeichenstift. Malte er sich direkt vor einem Spiegel? Machte er ein intimes Selbstbildnis, ohne das Bild wie die anderen umzukehren? Oder war er ganz einfach nur Linkshänder? Rembrandt hat sich mehr als 50 Mal selbst porträtiert, als wollte er die Zeit bei der Arbeit festhalten. Hier betrachtet er sich als alt gewordenen Handwerker, dessen Hand durch stetes Schaffen mit dem Pinsel verschmolzen ist. Ein arbeitsames Leben geht in einer Momentaufnahme zu Ende. Man weiß, dass Tizian am Ende seines langen Lebens mehr mit den Fingern als mit dem Pinsel malte. Auf diesem Selbstbildnis hat er wohl absichtlich seine Hände nicht zu Ende gemalt. Verschwommene, fast wolkige Hände. Als über 80-Jähriger sagte er, er beginne nun, die Wahrheit der Malerei zu erkennen. Sein Leben würde mit einer Skizze zu Ende gehen. Die Hand, dieses wertvolle Werkzeug, ist ein schwieriges, aber faszinierendes Thema. Deshalb wohl beschäftigte sich Géricault immer wieder nur mit seiner Hand, losgelöst von ihrem Körper. Das Werkzeug malte sich selbst. Es brauchte kein Gesicht mehr. So hinterlässt die Hand nur einen Abdruck. Den Abdruck einer Hand. Hier und dort. Subjekt und Objekt in einem. Werk und Signatur zugleich. Tapies träumte davon, seinen Gemälden eine heilsame Kraft zu verleihen. Man bräuchte sie dann nur auf den kranken Teil des Körpers zu legen, um diesen zu heilen. Mögen diese Bilder der Hand wenigstens unser Auge berühren, es gesund machen und es erleuchten.